Hallo liebe Freunde der Wirkung, hier ist Yvonne de Barck und es geht in diesem Podcast wie immer um deine Wirkung. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Heute geht es darum, was du eigentlich mitnehmen solltest, wenn du einen Termin hast, der dir besonders wichtig ist oder wenn du einen Auftritt hast. Das kann eine Präsentation sein für die etwas Jüngeren, ein Referat, einen Vortrag, wenn du ein bisschen gegen die Aufregung ankämpfen möchtest. Dafür habe ich ein ganz spezielles Täschchen gepackt für mich, so ein Notfallköfferchen. Naja, ein Koffer ist es nicht. Es ist ein kleines Täschchen. Und da ist alles drin, was ich so brauche, liebe und was mich runterbringt, was mich auf den Termin vorbereitet. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, aber wie es hier immer so ist, du bist was Besonderes und deswegen bekommst du die Audioversion des YouTube-Videos, das noch nicht veröffentlicht wurde, hier vorab zu hören. Wenn du hier neu bist in unserer Community, dann herzlich willkommen. Ich gratuliere dir, dass du dich interessierst, wie du deine Wirkung auf andere optimieren kannst. Ich bin Expertin für Körpersprache. Ich bin Schauspielerin und Vortragsrednerin. Alles in Bezug auf deine Wirkung. Und jetzt viel Spaß bei der Audioversion zu dem YouTube-Video mit dem Notfalltäschchen. Mein Notfalltäschchen für Vorträge oder wichtige Termine. Da sind ein paar kleine Sachen drin, die möchte ich dir jetzt gerne verraten. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, in die Handtasche einer Frau zu gucken. Das ist ja wie in so ein Riesensammelsurium an ganz komischen Dingen. Und ein paar von diesen komischen Dingen möchte ich dir jetzt mal zeigen, die ich unbedingt bei einem Vortrag dabei haben muss. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Trainerin und Vortragsrednerin für Körpersprache und ich helfe dir, so zu wirken, wie du wirken willst, in jeder Situation und in jedem Moment. Immer. Ohne dich zu verstellen. In meinem Täschchen sind also Zahnseide. Ganz, ganz wichtig. Ich hasse es, auf die Bühne zu gehen und die ganze Zeit das Gefühl zu haben, natürlich Puder, ist ja klar. Ich mag das einfach nicht zu glänzen. Außerdem sind die meisten Bühnen oder wenn ich aufgeregt bin, dann sieht man ein bisschen, dass man schwitzt. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen Puder. Dann selbstverständlich Deo und zwar in der kleinen Variante hier. Wozu? Weißt du doch. Dann habe ich für den Sommer so ein so ein Erfrischungswasser. Das ist totaler Schnickschnack, aber ich habe es dabei und es tut auch ganz gut. Das da nehme ich nicht mehr. Das ist so ein flüssig Desinfizierzeug. Ich bin ein Freak. Ich hasse es, Geländer anzufassen. Und beim Aufzugknopf, da drücke ich nicht so, sondern da drücke ich mit dem Knöchel, weil ich das nicht mag, dass da so viele Leute... Ich bin ein Freak. Also das flüssige Ding nehme ich nicht mehr, sondern ich nehme stattdessen Desinfektionstücher. Wenn ich so vielen Menschen die Hände gebe jeden Tag, dann muss ich zwischendurch, wenn ich nicht auf die Toilette komme, um die Hände zu waschen, muss ich zwischendurch einfach mal die Hände ein bisschen reinigen. So, und jetzt habe ich noch einen Megatrick. Ich habe dir schon mal in einem Lampenfieber-Video über das Sesamöl erzählt. Das habe ich mir in ein ganz kleines Tübchen hier rein. Und davon, wenn ich aufgeregt bin und einen trockenen Mund habe, da tropfe ich mir ein ganz kleines bisschen hier in die Nasenlöcher und dann geht komischerweise der trockene Mund weg. Das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, habe es ausprobiert, als ich in Malaga einen riesen Vortrag hatte, auf Englisch, vor vielen Führungskräften. Da habe ich das benutzt und es hat super geholfen gegen trockenen Mund. Dann habe ich noch ganz wichtig für mich, sind immer Bonbons dabei zu haben, am besten mit was bisschen Zitronigem, auch gegen trockenen Mund. Auch gegen trockenen Mund und gegen Aufregung hilft eine Mandarine bei mir. Ich mag einfach diesen Mandarinengeruch, der fährt mein Lampenfieber runter. Was ich auch noch gelesen habe, war, dass Sellerie-Kauen vor einem Auftritt oder vor einem wichtigen Termin auch noch sehr gut hilft. Das werde ich allerdings erstmal in Zukunft ausprobieren und das lasse ich dich dann wissen, wie gut das funktioniert hat. Ich nehme immer eine Kopfschmerztablette mit. Ich weiß nie, was passiert. Und bevor ich rumrennen muss und fragen, hast du meine Kopfschmerztablette? Ah, ich habe Kopfschmerzen. Dann nehme ich lieber eine mit. Sicher ist sicher. Die frisst kein Brot, die nimmt keinen Platz weg. Und dann tue ich die einfach in mein Nottäschchen. Natürlich für Frauen den
Lippenstift. Das ist aber nur so ein ganz durchsichtiger mit einem ganz kleinen bisschen Farbe drin. Der muss auch immer dabei sein für die Männer. So eine Bepanthen-Salbe, so eine Augen-Bepanthen-Salbe hat sich herausgestellt, funktioniert wunderbar. Die hält ganz gut, die ist nicht zu schmierig, die ist nicht zu schleimig. Hilft gut, damit das hier schön... Und dann, darauf wärst du nie kommen, ich nehme immer Pflaster mit. Man weiß nie, wozu man das brauchen kann. Im Zweifelsfall kannst du irgendwas damit zusammenkleben. Und dann habe ich noch immer das hier dabei. Das ist, wenn alles gut gelaufen ist, um mich selbst zu feiern. Oder auch nicht. Um mich selbst zu feiern. Um mich selbst zu feiern. Ja, das ist mein Notfallkästchen. Dann habe ich natürlich immer noch meinen Schlüsselbund dabei. Da hängt mein Faden dran. Der Faden aus dem Scheitelpunkt, der mich immer daran erinnert, eine richtige, gerade, aufrechte und kompetent und souverän wirkende Haltung einzunehmen. Dazu habe ich übrigens einen Online-Kurs für dich. Den habe ich dir hier unten verlinkt. Da kannst du lernen, mit 23 Videos souverän aufzutreten. Und da ist die Fadenübung, also das aufrechte Stehen, auch dabei. So, jetzt bist du gewappnet für alle wichtigen Termine, die dir bevorstehen. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest, wie du wirken kannst, wie du wirken willst, dann abonniere den Kanal. Dann bekommst du immer die wichtigsten Sachen direkt auf dein Handy und kannst lernen, wie du deiner Körpersprache Dinge bewirken kannst. Wenn du mich live sehen willst, schreib mir eine E-Mail an office@yvonnedebark.de. Ich würde mich darüber sehr freuen. Auch wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir einfach. Ich antworte dir dann. Wenn dir das Video gefallen hat, du weißt schon, Kanal, Abo, Glocke. Ja, du weißt schon. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Deine Yvonne. Welchen Gegenstand hast du immer dabei? Was darf nicht fehlen in deiner Tasche? Schreib's mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Das war also meine Audioversion zu dem YouTube-Video, das noch nicht veröffentlicht wurde. Ich betone es nochmal. Das heißt, du weißt jetzt schon, was in meinem Täschchen ist und vielleicht konnte ich dir den ein oder anderen Tipp geben, was du demnächst mitnimmst, um deine kleine Anspannung vielleicht ein bisschen runterzufahren vor einem Auftritt. Ja, ich bin Yvonne de Barck. Ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und... ich kümmere mich um dich, dass du deine Wirkung anderen gegenüber auf andere optimieren kannst. Ganz wichtig, ohne dich zu verstellen. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine. Ach so, ja. Besuch mich doch auf LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube natürlich. Besuch mich irgendwo. Schreib mir und schreib mir auch gerne Themenvorschläge an office@vonnebach.de. Bis dann, bis zum nächsten Mal, deine Yvonne. Ah, schon wieder vergessen, bitte bewerte doch diesen Podcast auf iTunes, das würde mich riesig freuen und es bringt es auch ein bisschen weiter in die Welt hinaus. Okay, das war's, deine Yvonne.